Was bisher geschah? Ja. Wo kommst du denn her? Nein, tut mir leid. Ich wollte deine Mama nicht beleidigen. Sie ist eine wunderbare Frau. Und so geht's weiter. And here we go again. Nachdem Flex sich einfach verabschiedet hat und mich im Krieg zurückgelassen hat, sind wir nun wieder mit dabei. Ja, das war absolut gewollt und gekonnt. So. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Oder die Räume sehen einfach ähnlich aus. Ach nee, du bist ja, ach, genau, du bist ja irgendwie da hinten gewesen. Und dann warst du weg. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Oh nein! Ja, das ist auch irgendwie extrem wenig los hier. Als wäre hier schon mal gewesen zum Aufräumen. Man fragt mich, wer das war. Oh! Hallo, Mr. Roboter. Ich wollte dich nicht. Nein, es tut mir leid. Holy shit. Nein, nein, Mr. Warlock. Oh, wie viele Roboter sind das? Was zum Teufel? Das ist... Aua. Oh, shit. Nein, er kommt uns hinterher. Ich fühle mich leicht verfolgt. Hier. Jo. Minimal. Hab nicht das Gefühl, dass ihn sehr doll interessiert, dass ich ihm da was in den Kopf werfe. Oh, er ist... Ist er tot? Nein, ist er nicht. Aha. Aua, aua, aua. Oh, zwei davon, ist ja super. Hier oben ist auch noch ein bisschen was los. Ich würde sagen, wir treffen uns wieder mit dem guten Hendrix. Wo ist er denn? Hier, da bei oben. Mir. Ja, wir müssen aber auch... Okay. Ach, du meinst, wir ignorieren sie diesmal wirklich? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Kann ich schaden? Weil tot kriegen wir sie irgendwie nur sehr selten. Ja. Sie kommt gerade hinter uns, die Treppe hoch. Oh. Ah, oh Gott, lass mich doch vorbei. Mami, ich geh zur anderen Seite. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil ich schieße und schieße und tipp. Ah, oh, ich werde von hinten attackiert. Oh, oh, ich bin tot. Ups, das ist schlecht. Ich bin noch voll dabei. Hendrix ist hinter dir. Don't worry, be happy. Nein, no you don't. Oh. Halt ich, mal noch kurz ein bisschen durch. Ich bin sowas von am Durchhalten. Der schießt nur frontal auf mich. Okay, ja, ich zieh mich zurück. Ich hol dich nachher wieder. Muss halt ein bisschen warten, bis zur Wiederbelebung. Okay. Auf Wiedereinstieg warten. Na gut. Einfach im Stich gelassen. Gleich zweimal. Erst desertiert und dann sterben lassen. Hallo? Hallo? Oh Gott. Habe ich den anderen auch erwischt? Ja, sieht's aus, ihr beide. Ja klar, das warst du ganz allein. Ja, entschuldigt, dass ihr einfach verpisst. Such a funny. Oh mein Hier oben? Kane, Sie haben einen Geist. Den Geist nicht angreifen, wenn es nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Der Heli. Solange du in der Bio-Kuppel bist, ist alles okay. Gut. Total fantastisch! Ich würde kurz anmerken, dass ein Roboter neben dir. Da scheint noch mehr Verstärkung. Ich hab ihn gehauen. Hier sind aber überall. Egal. Gojulado, die Datenträger haben. Oh. Okay, das Duell habe ich nicht gewonnen. Fleck. Aua, da. Ich verliere es gerade auch. Obwohl ich nicht integriert war. Du weißt, ich kann Sachen einfach nicht alleine machen. Ich möchte, dass wir als Pärchen hier auftreten. Ja, das verstehe ich. Unschlagbar. Fuck you. Scheiß doch auf die Laufstege unter uns. Ach da, ach die. Oh, Sniperse. Huhu, zwei. Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Mein Näschen juckt. Schon wieder. Aua. Ich kann Ruhe lassen, ja. Oh, ich hab ja gar nicht gehört. Fokus auf die Geschütze. Ich lenke ihr Feuer ab. Ich nehme mal die Oh, welche Granate auch? Oh, alles klar. Ich würde kurz anmerken, ich habe mich zurückgezogen. Du, schon wieder? Ja, um die Granate explodieren zu lassen, dich zu retten. Natürlich, natürlich. Ach, das ist Geschütze. Ja. Du bist so smart. Erklärt einiges. Sie hat begonnen, die Datenträger zu entschlüsseln. Oh der Gott! Upload geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information das ist noch meine gewesen. Natürlich.
Wer hätte was anderes erwartet? Ja, na klar. Wir müssen sich zurückziehen, Teamkills begehen, alles gut. Ja, ist doch in Ordnung. Kann man machen. Hat jemand ein bisschen eilig. Zum Glück schlagen wir keine Frauen. Nein. Kane, kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometriescanner. Scanne Ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdruckscanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Oha. Wir haben keine Zeit und keine Option. Benutzer authentifiziert. Guten Tag, Mutago. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Jo. Okay, Hendrix. Benutz die Konsole. Dein DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Wenn man nicht den Kopf verliert. Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen. Genau wie wir es mit den Geheimstation-Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Kane. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Sieht der okay für dich aus? Ihm geht's gut. Ich finde, der sieht gut aus. Fresh. Ja. Auf jeden Fall, so sieht er auch mal aus. Oh Gott. Stock. Bin unterwegs. Aber reden tut er noch, weißt du? Ganz normal. Danach fällt er wieder in sein Nyeh zurück. ich weiß nicht, was die tun, aber es scheint nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Ja, schlagt ruhig weiter dagegen. Gegen das Panzerglas. Würde kurz anmerken, hier stehen schon ein paar bei uns drin. Sind ja wie Zombies hier. Bisschen. Worauf schießen die denn? Sie blasen das gesamte Fenster raus. Die haben das gerade ins Gebäude geschafft. Ja, ist kein Problem. Feinde seilen sich vom Bierfall ab. Ah, vielleicht doch ein Problem. Aua. Was war das für eine Granate? Das war nicht meine, oder? Ich weiß es nicht. Download bei 40%. Oh, kannst du ein bisschen schneller downloaden? Mehr Feinde aus dem Korridor! In Deckung! Lass mir gerne immer wieder in die Schussbahn laufen, das ist gar kein Problem. Ich mach das gern. Ich weiß, sonst triffst du nichts, wenn du mich nicht vor Augen hast. Aha. Oh, Granate, oh mein Gott! Das war extrem knapp. Ja, eine Granate wollte mich verarschen. Du darfst auch gerne Viecher abschießen. Ja, ich bin hier hinten, ein bisschen flankieren. War kein Problem. Komm her. Geh mal nach oben. Ich erledige mal die wesentlichen Elemente. Ja, schlag mal so ordentlich durch. Aua! Und bitte stirb nicht. Feinde brechen durch die Stock. Ja, wir haben hier. Also es gibt da ein. Ja, also. Vor allem in der Kommunikation mangelt es gerade so ein bisschen zwischen mir und den Feinden. Ich glaube, die wollen nicht mit mir reden. Aha! Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen? Ich mach doch gar nichts. Ich bin ja wohl die Unschuldige von uns allen hier. Wieder eine Granate. Die Schildkippis sind halt auch nicht so. Oh, ich habe keine Muni mehr. Von dir! Yeah, mit einer Pistole. Pistole-Action. Abgeschlossen. Evakuierung ist unterwegs. Alles klar. Und jetzt nicht. Ach, hier ist Muni. Oha. Wir uns im Unterschlupf an. Leichenberg. Heben in 15 Sekunden ab. Ah, ja. Guck diesen Leichenberg an. Ja. Oh, da sind okay, da einklinken. Raum. Einklinken. Ich gehe dann mal. Seile raus. Alles klar. So. Wir gehen jetzt zu deren Vitol hoch. Werden beschossen. Da kommt ein X-Wing. Getroffen. Oh, Achtung. Shit. Das wird witzig. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Plan C. Weiter mit Tertiärprotokoll. Echo 3. Bestätigt. Weiter zur Markierung. 54 E-Dock. Ihr müsst eines ihrer Boote kapern. Klar. Oh Gott. Oh, Mami.
Okay. So ein Drecksack. Oh. Der Superbaum hinten hat Zugang zum Dock. Los! Kannst nicht erwarten. Ja, renn ruhig weg. Wir raus hier. Go, go, go. Wir beeilen. Oh, holy fuck. Ja! Natürlich. Flugviecher? Ja, ja. Such dir einen Weg. No Esther, any problems? No Esther. Ich übernehme außen. Hendrix, geh rein. Die Überwachung der Abseil der 54i mit Terror-Unterstützung. Ja. Ja, Hendrix, alles klar. Ignoriere die Feinde. Oh, oh. Das ist nochmal ein Z-Rack. Oh. Scheiße. Ich hatte gehofft, sie wacht nie mehr auf. Was? Wer wacht auf? Die Frau, die uns erlaubt hat, ihre Hand abzunehmen. Ah, oh, die war auch nett. Muss ich verstehen. Das würde, glaube ich, nicht jeder machen. Ich glaube, ich sterbe gleich. Könnte sein, dass ich den Geist erwischt habe vorhin. Ah! Ach, da oben. Alter, 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 Alter. Könnte ich mal kurz hier? Ja. Wo ist hier noch was? Weiß ich nicht genau. Aber wir sollten, glaube ich, erstmal nach oben. Lass mich mal kurz mini. Ja, ich hab, glaube ich. Was war das denn? Weiß es auch nicht. Sagen jetzt auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet hätte. Nur noch darüber. Ich gehe. Wo bist du denn? Ich bin hier ganz allein, glaube ich. Nee. Bist du nicht? Ich bin gerade auf die andere Seite rüber. Ja, genau, da lang. Oh, das ist ein Müll. Kein Spaß. Würde ich gerne als Freizeitpark. Autsch. Könntest du deine Shotgun vielleicht in einen anderen Arsch reinstecken? Dankeschön. Ah, oh Gott. Da kommt der Vital wieder. Wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, ob ich... Oh Gott. Ich kann mich nicht einklinken. Jetzt kann ich mich einklinken. Aua. Ich will keine Aufzüge benutzen, es brennt. Man benutzt keine Aufzüge, wenn es brennt. Brandfall nicht benutzen, das steht ja nicht sonst überall da. Brauch Gott. Oh Gott. Ich will nicht. Okay. Oh Mama. Oh Gott. Aha. Wollte ich immer schon mal machen. Sowas von absolut nein. Oh, mir wird schlecht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Oh Gott. Oh Gott. Springen. So in der Höhe ist Wasser wie Beton. Ach Quatsch, hat ein bisschen gekitzelt. Ich hol dich da raus. Hast du schon mal Bauchplatscher gemacht? Nein. Oh. Aua, au. Oh, okay, wir bleiben unter Wasser. Ich hab verstanden. Ich hab sie ausgeschaltet. Hallo? Ja, das sehe ich genauso. Junge Frau, wo sind Sie? Okay. Hey, wir haben die Sumpfboote erreicht. Sumpfboote, oh, das wird witzig. Die Überwachung meldet Immortals auf dem Weg zu euch. Oh, das wird witzig. Ich steuere. Wieso glaube ich, dass wir eine andere Auffassung von witzig haben? Ja? Ja. Weil ich eine gute Auffassung von witzig habe. Du darfst dich natürlich ein bisschen Zeit lassen. Du musst jetzt nicht sofort ans Geschütz gehen. Wir können dich auch vorne aufs Boot draufschnallen. Ja? Oh, Hedwig fährt schon wieder. Nee, das ist die Tussi fährt. Okay, okay. Die hat sich gerade zu uns geportet. Ah, mit neues Feuer natürlich. Oh. Was ist? Oh, schießen wir? Ah, auf alles. Okay. Nach links. Wieso nach links? Oh, das ist aber ein schönes. Oh, okay. Ich will gerade nur die Aussicht ein bisschen genießen. Ich glaube, ich krieg hier gar nicht gerade hoch. Oh, gut. Wir haben hier so ein bisschen. Oh, ein Riesenrad. Oh mein Gott. Hallo? Okay. Oh, du Mistvieh. Ich hab nicht wirklich das Gefühl, was zu treffen, muss ich gestehen. Nach rechts. Links, links. Links, rechts. Das andere rechts. Wer hat sie denn? Was stimmt denn nicht mit ihr? Ist das ein Auto oder ist das ein Boot? Das ist ein Hybrid. Es hat sich noch nicht entschieden. Lass es in Ruhe.
Nice. Ja, klar. Ja, das war geplant, dass sie sich umdreht, um da das Ding noch abzuschießen. Alles klar, Hendrix? Kann man machen? Ging mir nie besser. Kane-Patzer. Hat Kane recht? Hm? Hat Taylors Team wirklich unsere Leute getötet? Was hast du gesehen, Hendrix? Einen Scheißdreck habe ich gesehen. Ich glaube, er lügt. Ich glaube, der Zug explodiert. Ergebnis? Zug explodiert. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch, nicht real. Wenn es das wäre. Aber es geht nicht nur um die Geheimstation und die Morde. King, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Coalescence-Anlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Ja, I guess they are not amused. Aber wieso ist denn Taylor jetzt böse? Das verstehe ich gar nicht. Was hat er denn davon, wenn er irgendwelche Geheimnisse verrät und die ganze Gruppe? Ja, das ist so nett. Mein Gott. Ja, das sind wieder irgendwelche unterschwelligen Aggressionen, passive Aggressivität. Ja. Wahrscheinlich irgendwelche Kompensationsprobleme. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Coalescence-Anlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten Antworten. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Okay, Hendrix, wenn du das sagst, ich folg dir. Ich hätte keine Düsen so gerne. Was verschreien die denn da? Ja, man kann irgendwie schon diese Gleitdüsen jetzt auf den Boden gehen zum Beispiel, aber die allgemeinen Schubdüsen aus Multiplayer gehen ja nicht. So schade. Aber nutzt du diese taktische Ansicht eigentlich? Kaum. Okay, ich merke, dass meine Waffe hierfür so gar nicht geeignet ist. Meine eigentlich schon ganz gut. Oh, wir haben hier irgendwas. XM53. Raketenwerfer. Oh? Was? Hast du ihn jetzt weggenommen und deswegen kriege ich ihn nicht mehr? Könnte sein. Fucking Egomane! Komisch. Ein Schneiber! Was ist das denn? Da hinten ist noch einer. Mach einfach mal. Hier ist noch ein Raketenwerfer, falls du einen möchtest. In Deckung. Bei mir. ASP ist aktiv. Wiederhole. ASP ist noch aktiv. Wir haben alles unter Kontrolle. Das Ding sollte Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? Oh, ich schätze mal, wir sollten das für was Wichtiges aufheben. ASPs haben ein Verteidigungssystem. Vielleicht. Zum Beispiel wie das Ding dort. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Was? Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter das Ding hat ein Raketenabwehrsystem. Das Ding hat ein Raketenabwehrsystem. Hinter dir ist jemand. Ist okay. Verteidigungssystem. Aua, aua, hinter uns. Hendrix, könntest du bitte einmal nützlich sein? Verteidigungssystem offen. So, jetzt mit Raketen drauf. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Sauberer Treffer. Ja? Nimm ihr Verteidigungssystem weiter. Wieder mit Verteidigungssystem.
Aua, warum denn ich? Fleck ist auch noch da. Scheiß Vieh. ASP-Verteidigung deaktiviert. Okay, Raketen. Der Beschuss zeigt Wirkung. Ja. Go. Beeil dich. Trifft das Verteidigungssystem. Wie wäre es, wenn Hendrix weniger nützlich wäre? Würde ich auch sehr begrüßen, ja. Yay. Ach, das Ding würde ich auch gerne benutzen. Die haben darauf getaggt. Wie respektlos. Was haben sie darauf getaggt? Ihre Namen. Ach, die haben da drauf gekritzelt. Diese Schulkiddies. Wollen wir weiter, Hendrix? Ist okay? Können wir? Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack. Ich mach mal die Tür auf. Thank you.